Hallo, herzlich willkommen zu einem Hallo. weiteren Video auf diesem Kanal. Heute mit einer weiteren Band, die ich noch nicht kenne, die auch vorgeschlagen wurde wieder in den Kommentaren. Sehr lieb von euch. Und zwar Fate Gear mit dem Song Live in Blood. All Female Steampunk Metal steht noch dabei. Keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen kann, also ein Ich bin bisschen schon, gespannt. aber ich würde sagen, gehen wir mal rein in das Video. Let's go. Okay. Also es wurde sich echt oft gewünscht, deswegen habe ich es mal mit reingenommen. Tatsächlich hat es mich persönlich jetzt nicht so wirklich abgeholt. Also war jetzt nicht so meine Richtung. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ich war kurz verwirrt, weil sie haben mal Englisch gesungen und dann wieder Ja gut, eine nicht. Szene haben sie kurz in Englisch Nein, gesungen. es war nicht nur eine Szene. Doch. Es war Nein. bloß dieses If you take a knife and will take my Nein, life, nein, nein. I will choose a gun. Wir haben mit Englisch angefangen. Echt? Dachte ich. Doch. Ich dachte, es war bloß eine kurze Stelle, aber ja, gut. Also viel war es auf alle Fälle nicht. Nee, gegenüber nicht Musikalisch. mehr. Wie fandest du es musikalisch? Ja, schon gut. Also, ja, schwer zu sagen. Also, es war jetzt auch nicht so 100% meine Musikrichtung. Das heißt, Musikrichtung ist falsch ausgedrückt, du weißt, was ich meine. Es war jetzt auch nicht so 100% das, was ich mir jetzt tagtäglich anhören würde. Aber trotzdem hat sie eine sehr gute Stimme. Und ich fand eben das Härtere ganz cool. Sie hat ja ganz, nee, es gab ja relativ viele Stellen, wo es eher so ein bisschen instrumental war. Und da hat sie einmal so schön reingescreamt. Ja, Das fand ich cool. Ja. das stimmt schon, ja. Aber das ist tatsächlich sehr oft jetzt so, dass mir diese zu melodischen Songs einfach nicht mehr gefallen. Also jetzt hat, keine Ahnung, wir hatten auch relativ viel, sag ich mal, fast schon Ähnliches jetzt hat in letzter Zeit. Das war jetzt halt, sie haben es jetzt hier als Steampunk-Metal bezeichnet. Das hat man eigentlich bloß an wenigen Stellen rausgehört, dass es Steampunk sein soll, meiner Meinung nach. Und halt am Outfit, aber das hat er mit dem Genre dann eigentlich nichts zu tun. Also mich hat es tatsächlich gar nicht so abgeholt. Vom Thumbnail her hätte ich gedacht, okay, wird vielleicht cool. Meins war es jetzt nicht. Muss ich dann auch mal ehrlich sagen, weil mich was jetzt nicht so begeistert. Ja. Ja, aber was mich begeistert ist, wenn ihr den Kanal abonniert, ist nämlich kurz vor den 400. Vielleicht haben wir es auch schon, wenn ihr das Video seht. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn ihr Bock habt. Macht's gut. Tschüss. Ciao.